So, das ist so ungefähr das Team, das ich auf jeden Fall zocken möchte. Dann haben wir hier den Taliafico, habe ich diese Version hier mitgenommen. Defensive Stats sind sehr, sehr nice. Natürlich gibt es noch eine andere Version mit mehr Beweglichkeit. Ich finde nichtsdestotrotz, diese Karte spricht mich mehr an. Beweglichkeitswerte finde ich jetzt nicht enorm wichtig. Hauptsache, der äußere Außenverteidiger kann ein bisschen rennen über die Außen, ist schnell. Das ist der Fall. Pässe kann er spielen einigermaßen. Denke, damit müssen wir auch gut zurechtkommen. Und hat natürlich ganz, 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 ganz nice Eigenschaften. Gretchen, Zuverlässigkeit, Teamspieler. All das, was ich wirklich brauche, mein Team. Der ist klein, der ist bestimmt auch wendig. Bestimmt auch ein wendiger Spieler, wenn er klein ist. Die meisten Argentinier spielen sich nice, warum auch immer. Der hier war gar nicht so bad. Ist ein bisschen zu klein für einen Innenverteidiger. Meiner Meinung nach muss ein Innenverteidiger vielleicht 1,85 Meter sein. Wobei, der fühlt sich schon etwas stark an, wirklich. Ohne Joke, der ist wirklich nicht schlecht. Ja, Piqué habe ich ein paar Games ausprobiert. Der lässt sich wirklich besser zocken, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mir vorgestellt habe. Defensiv steht er souverän. Und Pace ist gar nicht mal so bad, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist so ähnlich wie beim Kimpembe mit dem Pace. Natürlich ein bisschen langsamer. Aber er ist gar nicht mal so unbeweglich. Das geht völlig klar mit dem. Für den Strongling bin ich natürlich mit Ter Stegen gegangen. Denke, ist keine schlechte Karte. Kann man ausprobieren. Die normale Karte reicht schon aus. Dann brauche ich hier einen Strongling hier nochmal. Über den Rechtsverteidiger gehe ich mit Jesus Navas. Den habe ich in der ersten Woche schon ausprobiert gehabt, die normale Karte. Und die hat mir extremst gefallen. Obwohl der Stärkewert immer bei ihm richtig, richtig schlecht ist. Keine Ahnung, fällt gar nicht auf. 0,0. Der hat einfach Pace über die Außen. Ist ein defensiv starker Spieler, so wie ich ihn in der ersten Woche in Erinnerung habe bei der normalen Karte. Und ich glaube auch, dass diese Inform-Karte nice sein wird. Dann nehmen wir ein paar SBC-Karten mit. Der soll nice sein, habe ich gehört von den ein oder anderen Streamer. Defensiv steht er sehr, sehr nice bestimmt. Und kann auch die ein oder anderen guten Pässe spielen. Lange Pässe kann er vor allem. Und ja, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Hat einen Stronglink zum Fekir, der mir bisher ehrlich gesagt gar nicht gefallen hat. Aus 101 Partien 32 Treffer. Das ist nichts. Ob ich ihn in ZOM gespielt habe oder in Sturm, der hat bis jetzt 0,0 performt. Aber ich gebe ihm noch eine zweite Chance. Der hat jetzt Upgrade-Stats bekommen. Natürlich bessere Stats. Und den kann man mal ausprobieren. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen nicer. Der hat halt ein bisschen zu wenig Pace. Mit den 82 Pace, das merkst du wirklich. Das merkst du enorm. Auch wenn der Antrittwert sehr, sehr nice ist. Keine Ahnung. Sehr, sehr viele kommen mit der Karte zurecht. Ich irgendwie nicht. Aber schauen wir mal. Den werde ich auf jeden Fall weiter zocken, ausprobieren. Hat einen Strongling zum Kondogbia. Die spielen heute gegen Real Madrid. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie die heute so abschneiden. Ob die gewinnen sogar, dann bekommt er ein Zweier-Upgrade. Der muss einfach nur defensiv sehr, sehr nice stehen. Offensiv muss er von mir aus nichts machen. Ist kein Geheimnis, dass der ein unbeweglicher Spieler ist, dass er ein bisschen zu wenig Pace hat. Aber alles andere passt, ehrlich gesagt. Der kann natürlich auch gar nicht schießen. Der muss einfach nur defensiv sehr, sehr gut stehen und die Pässe spielen. Und das, glaube ich, das ist der Mann dafür. Und ja, probieren wir auf jeden Fall aus. Und die SBC werde ich machen. Openda war auf jeden Fall von den Subs, die ich bisher gezockt habe, die beste Karte. Der hat so viel Pace über die Außen. Du spürst wirklich seine 93 Pace. Dribbling, na, ist so lasch. Aber Beweglichkeit hat er wirklich. Abschlusswerte brauchst du nicht zu sagen. Die sitzen sowas von. Werden den auf jeden Fall weiter ausprobieren. Ich denke, das ist eine nice Karte. Aus den Zielenaufgaben habe ich den Van Ginkel mir erspielt. Keine schlechte Karte. Defensive Stats sitzen sowas von. Alles im grünen Bereich, außer Antritt. Und Beweglichkeit ist wahrscheinlich bei ihm das Manko. Da muss man ihm irgendwie noch Upgrade-Stats geben. Aber Dribbling sitzt sowas von. Pässe sitzen. Sogar die Schüsse. 4 Sterne schwacher Fuß. Also seine Schussstats sind gar nicht mal so bad. Und deswegen, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, den zu zocken. Der ist sogar 1,86 Meter. Und den Rest kaufen wir natürlich. Ist auch gar nicht mal so teuer mit den Packs, vielleicht mit den ersparten Packs. Plus Ligen-SBCs, die wir heute noch machen. Also mit den Ligen-SBCs werden wir bestimmt so viele Karten im Verein haben. Und werden einen Haufen von Münzen sparen. Und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich auch. Also die Ligen-SBCs waren im letzten Jahr natürlich komplett anders. Da musstest du alle Vereine aus der Premier League abgeben. Und dann hast du dafür aber eine richtig krasse, erspielbare Karte bekommen. Würde sagen, mit dem niedrigsten Rating anzufangen, ist gar nicht mal so bad. Aber ich glaube,
Können die schon mal anfangen und dann können wir den Kapu machen. Weil, ja, hier einmal ein 83er-Team, hier einmal ein 84er-Team. Hört sich eigentlich machbar an. Ich würde aber sagen, dass wir mit dem 83er-Team erstmal hier anfangen. Wir brauchen hier für die Voraussetzung einen Spieler aus der französischen Nationalelf. 80er Chemie und 83er Rating ist eigentlich machbar. Dann brauchen wir hier einmal 84 Rating mit einem Liga Santander-Spieler, einen Team of the Week-Spieler mit 75er Chemie. Müsste auch klarkommen. Und wir bekommen dafür natürlich auch noch Tradable Packs. Hier einmal Premium gemischte Spielerpack und ein Electrum Spielerpack in klein. Und wie gesagt, die Stats sind gar nicht mal so bad, finde ich. Defensive Stats sitzen, Pass-Stats sitzen, Schuss-Stats sitzen sogar. Wobei der eigentlich leider nur 3 Sterne schwacher Fuß hat. Man stelle sich vor, dass er ein Upgrade bekommt. Das wäre wirklich eine krasse Karte. Also der ist jetzt schon gar nicht schlecht von den Stats. Der braucht eigentlich mehr Pace. Für meinen Geschmack zu langsam, zu wenig Dribbling und auch zu wenig Beweglichkeit. Aber ich habe von den ein oder anderen Streamer gehört, der lässt sich doch irgendwie beweglich spielen. Mal gucken. Ah, wir können die Packs öffnen. Wir haben keinen doppelt mehr. Ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung. Aber okay, Ishak. Mal alles mitnehmen. Mir auch doppelt. Nice. Im Verein. Mal gucken, ob wir mehr als 8 Duplikate noch ziehen. Ich wette zu 100%, dass wir es tun. Hier einmal mit dem 75er plus seltenen Spielerpack. Ja, Walkouts bekommen wir auch keine. War eigentlich klar, aber 81er Rating immerhin Arnold. Für SBC-Content gar nicht mal so bad. Komm, hier nehmen wir das Goldpack hier nochmal mit. Ja, das war's hier komplett. 77er Rating, 80er sogar, Hinteregger. Würde sagen, wir machen hier weiter mit dem seltenen Spielerpack, mit dem 75er plus Pack. Das war's hier wieder mal komplett. 75er Rating beim 75er Plus Pack, ja, das bekommt nicht jeder hin. Roll dann. Ich würde sagen, das Elektrum Spieler Pack öffnen wir. Da gibt es gar nicht mal so nice Karten zu ziehen. 6 Goldspieler, 6 Silberspieler, einen seltenen. Aber Silberspieler können wir gebrauchen für die Ligen SBC. Dann let's go. Oh, Walkout, Impfonkarte. Hä? Braucht kein Team of the Week Spieler. Ach, den habe ich doch schon. Ah nein, ist ein anderer. Konsa. Ah, mal schauen, was dahinter ist. Ja, immerhin, eine Team of the Week Karte gezogen. Ja, dahinter ist eigentlich gar nichts, okay. Aber nehmen wir gerne mit eine untradable Inform-Karte. Für SBCs sehr, sehr nice. Ja, machen wir einfach mit den Elektron-Spieler-Pack weiter. Da kann man durchaus auch Inform-Karten ziehen. Vielleicht jetzt nochmal. Oder man zieht einfach mal eine Silberkarte. Ist auch nur Option hier. Ja, 70er Karte. Nicht schlecht. Da würde ich sagen, hier nochmal 2 Spieler-Pack. Let's go. Ja, wieder mal eine Silberkarte. Der ist sogar Belgier. Gar nicht mal so bad. Nice. Seltene Karte immerhin. Machen wir hier weiter mit den 2-Spieler-Pack, bevor wir hier zu den Jumbo Premium Gold Packs weitergehen. Jo, und da kommt nichts Nices. Kolumbianer, Stürmer, Muriel. 82er Rating mit 89er Pace und 86er Dribbling. Finde die Stats gar nicht mal so bad. Die eine oder andere Special-Karte hat sogar diese Stats. Den haben wir sogar doppelt. Können wir nicht mal reinziehen. Nice. Da würde ich sagen, machen wir hier weiter mit den Jumbo Premium Gold Pack. 2 Stück haben wir hier noch. Und ja, let's go. Na, die Packs sind schlechter als gedacht. Nice. Non-Rare-Karte, Zapacosta. Alles mitnehmen, auch Dreck. Dante. Das letzte Jumbo Premium Gold Pack, bevor wir zu den Ligen-SBCs weitergehen und zu den anderen SBCs, Showdown-Karten und so weiter. Let's go. Oh, Walkout-Karte, immerhin. Argentinier. Ich dachte schon gerade Messi. Messis zweite Mal wäre nice gewesen, aber wenn er nochmal untradable ist, dann müsste ich ihn SBC abgeben. Ja, die Baller können wir gerne mitnehmen. Gar nicht mal so bad. Nehmt man gerne mit. Keine Ahnung, wie viel der wert ist. Ja, ich verzichte auf diese 20.000 Münzen, die brauche ich nicht. Kann man abgeben. Die ziehen wir rein. Wir nehmen alles mit. Ich weiß gar nicht, ob es einfacher ist, vielleicht mit der mexikanischen Liga zu starten. Aber hier bekommst du auch wirklich nur Schmutzpacks. Das ist einfach nur. Und hier. Hier profitierst du enorm. Also mit Abstand mehr als woanders. Gehen wir so dann lieber. Den Keeper nochmal gesaved. Alles andere können wir abgeben. Was bekommen wir hierfür? Erstmal kurz schauen. Prime gemischte Spielerpack. Ja, nehmen wir mit. Wenn man bedenkt, was wir am Ende da alles rausholen können. Machen wir erstmal hier weiter. Dann können wir hier nochmal weitermachen. Das passt ja fast schon perfekt. Gehen wir so ab. Jumbo
Gold Premium Pack. Okay, haben wir hier schon mal ein Jumbo Premium Gold Pack und ein Prime gemischte Spieler Pack aus den SBCs in klein. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit den seltenen Gold Pack. Dafür müssen wir auch nicht viel abgeben. Wieder Premier League Spieler, 4 seltene Karten, 79er Rating, 80er Chemie. Das Ganze müsste machbar sein. Und dann zum Abschluss können wir natürlich diese SBC hier mitnehmen. Da muss man gefühlt gar nicht so viel abgeben. Mit einem Rating zu viel sogar. Können hier sogar runtergehen. Den hier abgeben, den Henderson. Statt Dena, würde ich sagen. Ja, kommt auch hin. Dann würde ich sagen, geben wir das Ganze hier so ab für ein seltenes Goldpack. Da haben wir bestimmt genug Spieler von der mexikanischen Liga. Können wir mal kurz schauen. Mal gucken. Wo gibt man denn ab? Hier natürlich kein Silbertier. Ah, doch, gibt man auch ab. Aber wir haben da nicht so viele. Wie ist es bei MLS? Da können die doch ein bisschen mehr gönnen. Bei der gönnen die erst recht nicht. Seltene Elektron-Spieler-Pack, die sind bestimmt auch gar nicht so schlecht. Seltene gemischte Spieler hört sich kacke an. Selbst bei der. Ich kenne mich vielleicht nicht so krass aus mit den Ligen. Aber ich finde die wirklich schlecht. Die sind ja alle sonst noch schlechter als schlecht. Hier musst du gefühlt bestimmt nichts abgeben. Ja, da gibt es halt keine krassen Spieler. Wird hier mit seltener Elektrum tatsächlich gehen. Weil ich glaube, aus der Liga haben wir auf jeden Fall genug. Spieler aus einem Verein, maximal einen. Perfekt, können wir so abgeben. 7 Ratingpunkte zu viel, aber nicht so viel abgegeben. Dann geht's völlig klar. Okay, bei den besseren Packs machen die extra untauschbar. Aber ich glaube, da zieht man schon was.